Werte YouTube-Gemeinde, wir haben den Oberlandesbürger, oder wie heißt das? Entschuldigung. Oberbürgermeister aus Landshut, ja, gebürtiger Österreicher. Erklärt uns jetzt, wie er das überhaupt geworden ist, oder? Gebürtiger Klosterneuburger. Okay. Aber hier mit dem Schwarzenbergplatz verbindet mich, dass ich da vorne in der Schellinggassen 5 Jahre in die Schule gegangen bin, so 1977 bis 1982. Und dann habe ich noch, während ich für die Matura hier gelernt habe, eine junge Dame aus Niederbayern kennengelernt, am Wolfgangsee. Nein, das ist nicht diese junge Dame. Okay, die habe ich später kennengelernt. Gut, Entschuldigung. Und noch während, ja genau, wie ich meine Matura abgelegt habe, war ich schon werdender Vater sozusagen. Dann okay. Bin ich mit 19 Vater geworden und habe mir in Niederbayern eine Arbeit gesucht. Okay. Habe 34 Jahre als Bauingenieur gearbeitet, Ingenieur HTL. Okay. Habe ein Büro gegründet, 23 Jahre lang war ich selbstständig. Aha. Habe in ganz Deutschland 1200 Brücken geplant, also Brückenplaner bin ich geworden. Okay. Und letztes Jahr bin ich zum Oberbürgermeister der Stadt Landshut gewählt. Nicht von der CDU, muss man sagen. CSU. Nicht von der CSU, das ist... Was haben Sie für ein Wahlprogramm geworden, dass das geworden sind? Oder? Sagen wir mal so, Oberbürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen, okay. Und anscheinend habe ich die Landshuter überzeugt, dass Person aber Stimmen in Österreich praktisch. Ja, nein, das ist ja nur Persönlichkeitswahl. Also Oberbürgermeister, da gibt es nur Kandidat X, Y, super. Z. Und wie viele Gegner haben sie gehabt? Vier Kandidaten waren von der, ja, von der CSU, von der SPD, von den Grünen und ja. Ich bin für die Liberalen angetreten, ja. Und ich bin der einzige Oberbürgermeister in ganz Bayern, der österreichische Herkunft ist und ein FDP-Parteibuch hat, okay. Das noch dazu. Okay. Also das war schon relativ überraschend. Super. Sehr gut. Und jetzt sind Sie jetzt Doppelstaatsbürger oder reiner Deutscher? Nein, schon? Ich habe 2013 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Okay. Ich hätte gerne auch die österreichische, okay, behalten. Aber es geht nicht, gell? Nein, das doppelt geht von Österreich aus, so, nicht. Von Deutschland aus geht es als, so, EU-Bürger, aber die... Na, vielleicht wird es noch umgesetzt, oder? Schauen wir. Das ist mir aber egal, im Herzen bleibt mir beides, das ist man doch klar. Man sieht's, gell? Man will die Burenwurst unter den Mann bringen, beziehungsweise unter die Dame, gell? Und die Käsekreiner besser? Den Klassiker kennen Sie, oder? Das hat mir mal ein Freund erzählt, dass er es angeblich selber erlebt hat. Wobei, ich glaube, das ist ein modernes Märchen. Es war Ende der 70er Jahre, dass er mal an einem Würstelstand in der Früh gestanden ist, irgendwo am Gürtel. Okay. Und da ist ein Arbeiter gekommen und hat gesagt, ein Hase, ein Bugel und ein Hüsen. Ein Sechsen am Leben, gell? Ein Hüsen hat er nur gesagt. Und ein Geschissener, das und ist ein Süßer Senf. Das darf man nicht so sagen, aber... Ein Bugel, ja. Ein Bugel, genau, also, auf jeden Fall. Warum heißen Sie der scharfe René? Weil wir scharfe Chilisorten in Angebot haben. Das sagen Sie jetzt, wo ich kein Würstel mehr habe. Nee, Frau, also scharf ist eindeutig zweideutig. Eine Hälfte bezieht sich auf mich und die andere Hälfte bezieht sich auf meine Chili. Wenn ich sie mir kosten lassen darf, das ist Stufe 2 von 6 bei uns. Ja. Ja. Kommt aus Australien, sehr scharf, aufpassen. Gell? Das ist nämlich Carolina Reaper. Das ist so um die 2,2 Millionen Scoville. Das hätte mir gefallen. Echt? Aber da hätte es ja nichts mehr geschmeckt von der Wurst. Nein, die war eine. Also die zweite war lecker, die aber die erste, ja, war kreislich. Ja, das ist halt die Urwurst. Nein. Das ist ja, halt, aber ich wollte es ja probieren. Wenigstens die älteren Herrschaften, so 60, 65 aufwärts, essen nur Burenwurst. Konzerthausgäste und sowas. Burenwurst? Ja, die erste. Weil die, ja, weil da habe ich nämlich das nirgends gelesen. Das ist, eigentlich heißt Klobasse. Die Klobasse. Die heiße ist ja nur, weil früher hat es ja nur einen Wurstkessel gegeben. Die haben so gefahrene Stände gehabt mit einem heißen Wasser. Da hat es ja keine Grillplatte gegeben, nur den Kessel. Deswegen heißt die heiße Wurst aus dem Wasser. Kult. Genau. Einfach Kult. Genau. Und da geht man her, wenn man... Haben Sie in der Ballsaison auch in der Nacht auf? Immer, bis in der Früh, gell? Genau. Da kommen die Ballgäste um 3, 4 in der Früh, kommen die her und kommen da und essen dann nur. Ja, wir haben immer bis 4, 5 in der Früh offen. Aber das ist dann ein Team, oder? Ich und mein Bruder. Super. Da können wir Sie drauf also verlassen, dass es gescheit. Finde ich super. Finde ich echt super. Wie lange machen Sie das schon? 13 Jahre. Machen wir das jetzt. 13 Jahre. Also seit 2005. Das ist ja einer der besten Standplätze. Das ist ganz schön scharf. Ja? Möchten Sie vielleicht eine Chili-Erdnuss probieren? Die hat es auch in sich. Nein, jetzt habe ich gelernt. Also jetzt. Soll ich Ihnen eine vielleicht mitgeben? Ja, gerne. Gerne. Herr Oberbürgermeister, ich halte es wie ein Kreisky. Bei mir brauchen Sie den Würstel, das Bier geht auf mich. Nein, 7 Euro.
dann zahle ich trotzdem 8. Wenn Sie Bundeskanzler sind, kriegst du dann alles auf Haus, gell? Das Bindung. Können wir das vielleicht einmal kurz festhalten? Das vom Bundeskanzler, könntest du die Anekdote dabei sagen, gell? Soll ich erzählen? Da schau sie her. Okay. Da eine. So, die Anekdote vom Bundeskanzler, die habe ich nicht gewusst, dass wir das gehabt haben. Also mir hat das einer Ihrer Vorgänger hier mal erzählt, vor mehr als 30 Jahren. Ja. Bruno Kreisky ist Anfang der 70er Jahre, also noch nicht lang Kanzler, war hier mal in der Nacht mit seinem Chauffeurstipp geblieben. Und dann ist er hierher gegangen und hat gesagt, er möchte ein Hase, was man halt so isst hier. Genau, ne? Genau. Und hat sich ganz nett unterhalten und als er gesagt hat, zahlen bitte, hat der Würstelstandler zu ihm gesagt, aber ja, Bundeskanzler, Sie brauchen nichts zahlen. Genau. Worauf er angeblich zu seinem Chauffeur gesagt hat, ja, weit haben wir es gebracht, jetzt dürfen wir nicht einmal mehr unser Hase selber zahlen. Das ist angeblich hier passiert. Habe ich nicht einmal gewusst, dass ich das, habe ich nicht selber gewusst. Ja? Super. Der Oberbürgermeister hat mich sehr gefreut. Wiederschauen, servus. Genießen Sie noch wie mit Ihrer Gattin. Machen wir. Schauen wir halt. Danke für mich. Servus. Danke.